Die neue Talstation der Schafbergbahn am Wolfgangsee wächst und wächst. Vor wenigen Tagen konnte ein neuer großer Meilenstein des Erlebnisquartiers erreicht werden. Die historische 18 Tonnen schwere Lok wurde von den Mitarbeitern auf ihren neuen Standort vor dem künftigen Kassenbereich gebracht. Bis zur Fassadenkante ging es dabei noch relativ entspannt mit einer zweiten Lok. Danach war pure Muskelkraft gefragt. Die historische Lok aus dem Jahr 1893 ist jetzt an ihrem Platz, wo sie dann auch in Zukunft stehen wird. Wir können das Gebäude jetzt tatsächlich schließen und mit den Innenausbauarbeiten weitermachen. Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden. Die historische Lok ist aber alles andere als ein reines Museumsstück. Obwohl sie die erste Zeit im Innenbereich verbringen wird, kann sie für Sonderfahrten jederzeit wieder losstarten. Die Lok ist jetzt für den ersten Zeitraum für herinnen vorgesehen. Es ist aber baulich so auch angedacht, dass jederzeit die Fassade geöffnet werden kann und die Lok wieder raus aufs Gleis kann. Die Bauarbeiten im neuen Erlebnisquartier am Wolfgangsee dauern nur noch wenige Wochen. Schon bald geht es richtig los. Genau so ist es. Also sollen die Arbeiten bis Ende des Jahres grundsätzlich fertiggestellt werden. Es beginnt dann der Probelauf für die ganze elektrische Ausrüstung herin im Gebäude. Und im Frühjahr wird dann tatsächlich der Betrieb aufgenommen.